Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Moin Moin, Servus und Grüß Gott auf meinem Kanal. Ja, wie ihr seht, ich bin heute wieder beim Container. Heute geht's weiter mit Palettensofa. Heute werde ich mal alles zurecht sägen, abschleifen und vielleicht noch anstreichen. Aber wir müssen auch gucken, wie das Wetter heute noch wird. Bis jetzt sieht es gut aus. Das ist jetzt schon wieder ein Monat her, wo ich mal die Paletten geholt habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das ungefähr machen wollte. So ein bisschen habe ich das noch oben abgespeichert. Ich würde mir das auf jeden Fall jetzt erstmal hier so hinlegen und dann werde ich mir das anzeichnen und dann hoffe ich, dass ich die auch so absägen kann mit meiner Stichsäge oder Kreissäge, weil meine Kettensäge leider nicht funktioniert. So, als erstes aber, wie gesagt, hinlegen. Das Ganze soll so aussehen, hier ist ja so dieser Schlafbereich, das muss mindestens 1,90 Meter sein und dann soll es hier so schräg weggehen. Das heißt, die Paletten werden jetzt noch halbiert. Immer wenn ich filme, kommt ein Zug. Mann! Wie gesagt, die werde ich jetzt halbieren, die kommen dann hier hin und dann werde ich das so ausklinken, dass das praktisch so eine schräge Ecke wird. Das Ganze soll hier stehen, wo jetzt das Sofa ist, das kommt nachher auf den Sperrmüll. Die gerade Seite so hin und die schräge Seite kommt dann hier so halt hin. Dafür brauchen wir jetzt ein bisschen Werkzeug. Dafür habe ich jetzt meinen Hammer, meinen Mini-Kuhfuß, Kreissäge und Stichsäge. Und wir brauchen noch Strom. Ich habe mit zwar 48,5 jetzt angezeichnet, aber ich mache das jetzt genauso, wie der Schlitten breit ist, weil das halt genau passt. 100%ige Kante auf allen drei Elementen. Boah, da kannst du richtig schwitzen. Was für eine schwüle Luft, da kommt man ganz schön in Schwitzen. Vor allem, wenn man so eine Matte hat wie ich und immer noch nicht zum Friseur gekommen ist. Ihr fragt euch bestimmt, warum ich das jetzt nicht mittig durchgeschnitten habe. Weil ich habe die Nägel einfach nicht rausgekriegt. Und ich dachte mir, ach, schneidest du einfach in der Mitte so einen Steg raus. Ja, weil hier kommt sowieso noch die Lehne dran. Die muss ich ja auch noch irgendwie ranbauen. Und das reicht vollkommen aus. Auf jeden Fall habe ich jetzt zwei durch. Und jetzt kommt die dritte Palette. So habe ich mir das Ganze jetzt vorgestellt. Mal eben gucken, wie das so hinkommt. Mal eben messen. Einmal messen. 2,40 Meter ist das jetzt komplett lang. Ich zeige euch das mal in den Container. Also 2,40 Meter geht jetzt ungefähr bis hier hin. Und hier müsste jetzt praktisch so diese Schräge hin. Ja, genau. Immer alles im Weg hinstellen, Stefan. Alter Mann, stolpert auch noch. Oh. Boah, ihr seht mir das bestimmt an. Die Soße läuft so was von runter. Und dann noch eine dicke Zimmermannshose an. Ich bin froh, wenn ich zu Hause wieder duschen kann. Genau, und das Ganze soll jetzt so ausgeklinkt werden, dass ich das hier so reinmache und dass hier halt die Schräge ist. Dafür nehmen wir jetzt einfach einen Kübel. Stellen ihn da drunter. Und jetzt muss das schön angezeichnet werden. Das heißt, hier schön hin. So, brauchen wir noch ein Brett zum Anzeichnen, was eigenermaßen gerade ist. Machen wir jetzt alles so ein bisschen provisorisch, halten hier einen Winkel dran.
Das war jetzt so eine falsche Palette, die ich mal rausgesucht habe. Die ist nicht so ganz so stabil. Die packe ich einfach in die Mitte, dass sie noch ein bisschen verstärkt wird von der, ja, von der starken Palette oben und unten. Und Nummer 3. Seht ihr das, wie der Schweiß runterläuft? Ah. Oh. So, das wird natürlich alles noch verbunden. Und dazu muss ich dann noch mal nach Ubi fahren und noch ein paar Kanthölzer holen, 12x12. Denn ich muss das noch hinten füttern und hier kommen auch noch Bretter rein. Aber ich bin schon mal ganz glücklich damit. Oh, wenn ich so schwitze. Boah. Brauche ich noch Verbindungsstücke, um die hier zu verbinden. Ich habe jetzt noch Paletten übrig. Da werde ich jetzt die Bretter abkloppen. Also, los geht's. Das hier. Dass ich mir die Bretter nicht kaputt mache, weil da sind echt brutale Nägel drin. Teilweise drei, ich kann gar nicht mehr richtig reden. Teilweise 3-4 Nägel. Und deswegen säge ich die lieber ab, dann sind die nicht kaputt. So, wie gesagt, diese Verbindungsbretter, die will ich halt hier runter machen und dann festschrauben, dass das praktisch alles zusammenhält. Das gleiche hier oben auch nochmal. Ich werde mir aber gute Hölzer raussuchen und die werden doch alle abgeschliffen und angestrichen. Ich finde schon, so wie ich das jetzt so hingestellt habe, finde ich ganz gut. Nachher, dass ich das wieder weiß, wo was hinkommt, werde ich die jetzt auch nummerieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Nächstes Mal muss ich noch eine Flex mitnehmen und dann werde ich die Nägel einfach abflexen. Und da geht es auch, glaube ich, schon los mit sauber machen und schleifen. Ja, schön. Aber ich würde erstmal sagen, wir räumen erstmal auf. Und wichtig ist es, ganz viel Wasser trinken bei dem Wetter. Ja, Opa ist 40, der muss aufpassen. Boah. Ja, Polster muss ich mir ja auch noch irgendwie anschaffen. Vielleicht näht mir meine Mutter auch was zusammen. Ich will mir wohl 10 cm Polster Schaumstoffmatten holen. Und dann noch Stoff und dann, dass man das halt so schön rumnähen kann. Vielleicht auch mit Reißverschluss, dass man das vielleicht mal einmal waschen kann. Und hinten die Rückenlehne. Ja, ich bin am Überlegen, ob ich hier an der langen Seite überhaupt eine Rückenlehne mache, weil der kommt ja direkt an die Wand dran. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Weil ich denke mal, da wird jetzt noch ein anderes Projekt dazwischen rutschen. Also werde ich genug Zeit haben, eure Kommentare zu lesen. Und was ihr meint, ob ich jetzt diese gerade, warte mal, ich zeige euch das mal. Ob ich jetzt hier die, praktisch diese Garnitur, ja, die kommt eben halt ganz stramm an die Wand ran. Weil da werde ich ja drauf schlafen. Das heißt, brauche ich überhaupt eine Lehne? Weil wenn ich so bedenke, bin ich ja schon eigentlich direkt an der Wand dran. Es ist halt bequemer so an der Wand oder ist es vielleicht bequemer, trotzdem noch eine Rückenlehne zu bauen mit Polsterung? Wie gesagt, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Bin ich gespannt. Ich habe meine Holzböcke von zu Hause mitgenommen. Ich habe hier ordentlich Schleifpapier, Schleifmaschine. Meine Frau hat auch schon Farbe mitgebracht. Ich werde das Ganze in Weiß streichen. Wieder Schleifpapier, noch ein paar Pinsel fürs nächste Mal. Hier habe ich noch Kehrblech und Handfeger, ein paar Lappen, Terpentin und dann auch noch Schleifklötze, eben um per Hand was zu schleifen. Und ich werde jetzt erstmal ein paar Paletten einfach mal sauber machen und schon mal ein bisschen abschleifen.
Jetzt kann ich es wieder einpacken. Warum habe ich es denn wieder ausgepackt? Leider ist auch mein Kompressor kaputt gegangen, sonst hätte ich das jetzt mit dem Kompressor abgepustet. Wäre natürlich viel leichter. Muss mir jetzt nochmal einen Kompressor anschaffen, aber so lange muss der Besen herhalten. Wo ich mit der Maschine nicht rankomme, da wird eben per Hand geschliffen. Gut, das Ganze muss keinen Schönheitspreis gewinnen. Das ist einfach nur, dass man eben grob abschleift und keine Splitter mehr dran hat, falls ich mal hier auch ja, irgendwie ranlehne oder mit dem, ja, drauf schlafe, dass man sich keinen Splitter in den Arsch haut. Das war die erste Palette und 8 weitere folgen noch. Wie gesagt, es wird ja sowieso noch komplett weiß angestrichen und Klarlack kommt drüber. Puh. Nummer 2 ist auch fertig. Ich sag schon nichts mehr. Oh, die Nägel, die reißen mir das ganze Spiegelpapier mal ab. So, Nummer 3 ist auch fertig und ich habe festgestellt, es geht per Hand auch viel schneller als mit der Schleifmaschine. So, jetzt kommt 4. Nummer 4 ist auch fertig, den habe ich ein bisschen länger gebraucht. Hier muss ich ein bisschen länger rumschleifen. So, nächster, 5. Nummer 5. Das war Nummer 6. Ja. Bei der Palette habe ich es ein bisschen einfacher, weil die Struktur halt, die ganzen Bretter sind dicht aneinander. Da kann ich mit dem Schleifgerät jetzt so rüber gehen. Oder doch nicht. Da guckt ein Nagel raus und das war's dann schon. Mist. Ach, ich mach das mit der Hand weiter. Palette 7 ist fertig mit ein paar Splitter in den Händen. Weil es war ein bisschen schwierig hier reinzukommen. Ich habe extra noch mein Stecheisen genommen, Schmirgelpapier rumgemacht, dass ich hier dazwischen komme. Aber ab und zu hängt man doch irgendwo nochmal einen Splitter drin. Aber kennt ihr das? Das ist so richtig fies, ne? Wenn ihr einen Splitter hier vorne genau in den Fingernagel reinkriegt. Oh. Oh, ich bin auch froh, wenn ich gleich fertig bin. 2 Paletten noch. Nummer 8 ist fertig. Letzter. Nummer 9, endlich fertig. So, endlich alle fertig, alle 9. Schön Popo, Baby fein. Popo, Baby, wie heißt denn das? Baby,
Babyfein, Baby rein. Alles mit der Hand geschliffen, teilweise ein bisschen mit Maschine. Und nächstes Mal werde ich die halt nochmal mit dem Kompressor richtig abblasen. Nochmal fegen und dann geht's los mit dem Anstreichen. Das schaffe ich heute aber nicht mehr. Und es soll auch noch Regen kommen. Das wäre jetzt blöd, wenn ich alle anstreiche und es fängt an zu regnen. Alles schön Besen rein wieder, alles schön sauber gemacht, alles wieder in den Container reingeschleppt. Ja, es ist immer noch kein Ende in Aussicht. Nächstes Mal ziehe ich mir eine kurze Hose an. Ich habe es geschafft, 9 Paletten geschliffen, auseinandergesägt und dann geht es nächstes Mal weiter dann mit dem Streichen. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, schaut bei Instagram, Facebook vorbei. Alles unten in der Videobeschreibung. Es kommen so allmählich dunkle Wolken. Ich denke mal, es kommt bestimmt gleich noch Regen. Also ich habe ja das geschafft, was ich schaffen wollte. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.